Am Mittwochvormittag hat die Polizei Düsseldorf zusammen mit der Deutschen Seniorenliga das Projekt Mensch und Auto – Sicherheit ist Einstellungssache vorgestellt. Was steckt dahinter? Ja, wir sind von der Deutschen Seniorenliga angesprochen worden, die dieses Konzept aus Amerika hier mit eingeführt haben. Wir haben uns gebeten, mal drüber zu gucken, und wir haben es übersetzt. Wir wollen einfach unsere Senioren sicherer machen, noch sicherer, und gucken uns alles im Fahrzeug an, was man einstellen kann, was man verstellen kann, weil wir festgestellt haben, dass viele Senioren auch falsch sitzen. Die Rückenlehne ist falsch, ist nicht im 90-Grad-Winkel. Die Außenspiegel könnte man noch optimieren. Die Kopfstützen sollten in die letzte Raste. Das ist bei vielen Senioren auch in der untersten Raste. Die Gefahr ist dabei, bei der Vollbremsung oder bei einem Zusammenstoß, dass man über die Kopfstütze hinweg gedrückt wird. Sowas machen wir halt am Fahrzeug unserer Senioren. Neben den Einstellungen im und am Auto wird auch gleichzeitig überprüft, ob Verbandskasten, Warndreieck und Sicherheitswesten vorhanden sind. Ja, wenn wir schon mal am Fahrzeug sind, dann gucken wir uns natürlich solche Sachen auch an. Verbandskasten, dass der auch neu ist, dass er nicht schon 13 Jahre alt ist wie der PKW, gehört einfach mit zur Kontrolle. Es gibt den Senioren ein gutes Gefühl. Sie sehen dann halt, okay, die Polizei kümmert sich auch darum. Deshalb machen wir auch den Verbandskasten und auch das Warndreieck. Zu den Erklärungen und Tipps gibt es einen Fragebogen, der zusammen mit den Senioren durchgesprochen wird. Wir haben das Original, das amerikanische Original bekommen. Wir haben das dann übersetzt und mussten feststellen, da sind viele Sachen stehen drin, die für den deutschen Markt nicht zutreffend sind. Übersetzt haben das dann angepasst, halt alle Sachen, die eingestellt werden können und müssen, vom Spiegel, Kopfstützen, wie ich eben schon gesagt habe, Sitzhöhe, die Sitzlänge, Sicherheitsgurte, ist der richtig eingestellt. Für das Pilotprojekt wird es im Nachhinein eine Evaluierung geben. Die TU Dresden begleitet das. Also wir werden die Bögen weiterreichen. Dann werden in 2-3 Monaten alle Teilnehmer angerufen von der TU Dresden, um dann halt nachzufragen, ob sie was wieder verändert haben, ob die weiter so gefahren sind, wie wir das eingestellt haben, oder ob sich was geändert hat. Das ist halt die Evaluierung der TU Dresden. Gerhard Bast war einer der Teilnehmer. Er schildert uns, wie der Crashkurs in Sachen Sicherheit abläuft. Ja, die Dame sprach mich an, hat mich gebeten, mich ins Auto zu setzen. Und dann haben wir eben diese Einstellungen durchgespielt, haben eine Vollbremsung gemacht, die Gurteinstellung geprüft. Dann haben wir geprüft, ob ich Licht und Nebelschlussleuchte und das alles bedienen kann. Dann hat sie im Kofferraum nach Warndreieck und Verbandskasten gesucht und auch gefunden. Ja, mein Auto ist immer in einem Top-Zustand, immer, ja. Was zieht er für ein Fazit? Eine ausgesprochen freundliche, nette Atmosphäre. Mir hat das Ganze auch etwas gebracht. Ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass ich eine Gurthöhenverstellung habe. Ich habe die noch nie gebraucht, vielleicht war sie immer richtig. Fazit, noch etwas mehr aufpassen. Das fällt mir jetzt ein, Schulterblick, wenn ich die Spur wechsle. Ich blinke immer, aber ich mache nicht unbedingt den Schulterblick. Ich mache das im Spiegel. Das hat mir die Dame jetzt gesagt. Schulterblick wäre wichtig. Ja, wir haben auch den toten Winkel überprüft, wobei mein Auto eben diesen geteilten Spiegel hat, wo ich eben fast alles sehe. Aber eben, ich werde noch vorsichtiger Auto fahren, ab sofort. Ich bin eh ein vorsichtiger Mensch, aber ich werde noch vorsichtiger, noch bewusster Auto fahren in Zukunft, also ab sofort.